Weiter, man kann Verkehr auch ganz marktwirtschaftlich regeln, nämlich die Kosten, die dem Staat für die Verkehrswege entstehen, so wie Herr Becker es eben sagte, die kann dann der bezahlen, der davon profitiert. Und wenn das Angebot an Verkehrsraum knapp ist, dann steigt eben der Preis. So geht das in Singapur. Norman Odenthal über den Verkehr im dicht besiedelten Stadtstaat. Siu ist unterwegs, jeden Tag durch Singapur im Auto. Als Immobilienmaklerin ist sie darauf angewiesen. Ich brauche das Auto, um meine Kunden herumzufahren zu Besichtigungsterminen in den verschiedenen Wohnungen. Das geht mit dem Auto natürlich am besten. Kreuz und quer durch die Metropole, was anderswo eine Qual sein mag, klappt in Singapur recht geschmeidig. Normalerweise fließt der Verkehr sehr ruhig. Höchstens zu Stoßzeiten kann es etwas enger werden. Der Hebel, den der Stadtstaat dafür ansetzt, Geld. Autofahren in Singapur ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und das kann eben längst nicht jeder. Wenn man die Zahl der Autos begrenzen will, dann geht das nur übers Finanzielle. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass nur die relativ reichen Leute ein Auto besitzen können. Beim Kaufpreis fängt's an. Im Vergleich zu Deutschland liegt der dank Steuern und Zöllen etwa dreimal so hoch. Ausländer sind immer so erstaunt, wenn sie unsere Preise sehen. Eine E-Klasse zum Beispiel verkauft sich hier gut, gibt es bei uns ab einer Viertelmillion Dollar, also 160.000 Euro. Wir sind daran gewöhnt. Wir lieben unsere Autos. Das müssen sie auch, denn es kommt noch teurer. Die nötige Zulassung muss man ersteigern. Bis zu 75.000 Euro kann das kosten. Kein Wunder also, dass die Fahrzeugdichte vergleichsweise gering ist. 575.000 private Fahrzeuge sind in der 6-Millionen-Stadt unterwegs. Mehr als genug, sagt die Regierung. Ein neues Gesetz verfügt, es darf nur noch so viele Zulassungen geben wie Abmeldungen. Der Fahrzeugbestand wird eingefroren, es gibt null Wachstum. Auf unserer Insel geht der Platz aus für neue Straßen, Parkplätze, die Verkehrsinfrastruktur, die mehr Autos benötigen würden. Die Pkw-Maut ist dann nur noch das i-Tüpfelchen auf dem teuren Autospaß. Wer, wie Maklerin Siu, viel in der Innenstadt unterwegs ist, kennt das vertraute Piepsen des kleinen Lesegeräts. Zu ruhigen Zeiten wird $1 abgebucht, zu Stoßzeiten 2. Ärgerlich nur, dass auch der Heimweg aus der Stadt zurück nochmal bezahlt werden muss. Weil Singapur stets nach Perfektion strebt, sieht man auch im Mautsystem noch Verbesserungspotenzial. Gewünscht ist, dass die Abrechnung noch exakter und individueller erfolgt, über ein satellitengesteuertes System, das genau verfolgt, wer wann wo wie lang unterwegs ist. So ließe sich errechnen, welchen Anteil der Fahrer an Staus und Verschmutzung trägt. Was der Autoverkehr an Einnahmen bringt, wird in den öffentlichen Nahverkehr gesteckt. Auch da ist Singapur konsequent. Das U-Bahn-Netz wird ständig erweitert. Hunderttausende sind unterirdisch unterwegs und das auf hohem Niveau. Pünktlich, klimatisiert, hochmodern mit elektronischen Bezahlsystemen. Zu Preisen, die fast schon lächerlich erscheinen. Mit einem Euro kommt man durch die ganze Stadt. Der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat unseres Transportsystems. Das muss sich jeder leisten können, ob arm oder reich. Entsprechend steckt der Staat da eine Menge Geld hinein. Singapur macht keine halben Sachen, wenn es um große Ziele geht. Lebensqualität statt Verkehrsinfarkt. Die Ergebnisse wunschgemäß. Smog, Abgas, dicke Luft, nicht in Singapur. Und immer geht der Blick voraus. Drohnen, Lufttaxis, das alles sind interessante Modelle für Singapur. Aber wenn der Luftverkehr dann immer mehr zunimmt, müssen wir wohl auch dafür eine Art Staugebühr verlangen. Bleibt also dabei, das entscheidende Instrument in der Verkehrspolitik ist Geld, das selbst in Singapur nicht auf der Straße liegt, aber oft rollt es da.